Eine spielt mit so. rechts. Ein Gegner übrig. Makellos. Das war eine Ansage, Alter. Oha, was ist hier los? Gib den, Digga! Gib den Penis! Hä? Oh. Drop it. Jane the Break, meine Freunde. Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und zwar heute ein anderes Format. Ich finde, ich auch mal war richtig geil zu spielen. Und zwar Flawless und Sherpa. Die Sherpas Ascendant 3 und Flawless war in seiner Primetime Immortal. Das heißt, die sind eigentlich so für mich schon zwei Pros. Ist einfach so. Ich bin Bronze eingerankt. Gold wäre ja schön. Ich bin Bronze 2 eingerankt. Ich bin Bronze 3 eingerankt. Lunatic ist Gold. Vanity ist unranked und Apex ist unranked. Also wir vier haben gegen die zwei Pros gespielt, Sherpa und Flawless. Und ich sage euch so, wie es ist. Es hat Spaß gemacht. Und schreibt mal jetzt schon in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt. Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, falls ihr neu seid und Valorant-Content zurzeit feiert, weil ich dran Spaß habe. Oder ihr mich feiert. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich küsse eure Herzen. Vergisst doch bitte nicht, meinen Stream abzuchecken. Ich glaube, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. twitch.tv/withinho eingeben. Und das passiert nämlich alles live, was ihr hier seht. Also gerne auf meinen Stream rankommen. Sind schon durch? Ich hab 13-1. Beide durchblenden. Classic Spike und platziert. Beide Classic. Beide rechts hinten. Schön, schön, schön. Oh, Jungs. Durch die Smoke einfach weggehauen, Digga. Das ist für die, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Weil wir alle nicht so kacke sind. Ja, also 4 und 2 ist halt schon echt eklig, ne? Ist bei mir. Oh, ich fuck. Oh, halt mich durch die Wand zu wollen. Okay. My bad. Voll gut. Die Bombe. Spike platziert. Ich muss schön, wenn die abschrauben. Letzter lebender Verbündeter. Einer Heaven, einer Side. Hinten in der Kiste. Flawless uns ein Ace gegeben. Der ist sauer. Müsst du ja schon durch sein? Kommt rechts von dir. Letzter lebender Verbündeter. Er ist rechts. Viel Zeit. Oh no! Also das war clean auf jeden Fall. Er ging links, rechts, er links, rechts, ja. Links, rechts und er gibt den One-Tip als Bestrafung, Alter. Was haben wir Glück als Verstand, Digga? Das hat sich aber super angefühlt. Oh fuck, wen hat das alles, my bad? Wo ist jemand auf B? Ja. Ja, hinten drin. Ist der tot hinten? Kevin oben, kommt 100 City. Hat 114. Und 72 von mir. Ist aber overhealed jetzt. Okay. Matchpoint! Digga, das hab ich so gut auch wieder gespielt. Lunatic, Odin und alle B-Push, okay? Die Smoke B komplett. What the fuck? Oh mein Gott. Das wird gottlos, Alter. Digga, ich smoke hier, da und. Ich bin übel late. Was ist jetzt? Kein Entkommen! Ich bin wieder weg, ne? Ja!
War der nicht hinten drin? Lass den Himmel leuchten! So, Freunde. Also als Newcomer, Freunde, ihr habt jetzt gesehen, als Newcomer haben wir dann doch eine Chance, wenn man zu viel spielt, wenn man gute Callouts gibt, wenn man als Trupp zusammenspielt, gegen zwei Pros. Ja, ich zeige euch aber auch mal die Kehrseite während des Spiels. Am Ende haben wir das Ding gewonnen, ich weiß jetzt nicht wie viel. Ich glaube 13-6 oder so. Oder 13-8. Aber da, jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Bretter, die wir kassiert haben. Letzter lebender Verbündeter. Hinten in dem Ding da drin. Boah, ist der gut, Alter. Oh, Digga, Maschine, Digga. Los, hat 40, der ist unten drunter. Also unter euch.